Also Freunde, nach der Protagonisten-Tierliste haben wir nun die Antagonisten-Tierliste am Start. Ich weiß nicht, ob die alle drin sind. Ich habe irgendeine Liste genommen. Wir gehen sie jetzt hier durch. Ganz kurz zu den X-Charakteren. Das sind Charaktere von den Animes, die ich nicht so gut kenne, beziehungsweise nicht geschaut habe. Ich habe hier auch Akatsuki drin oder die Phantombrigade, weil das ist nicht ein Charakter, sondern eine ganze Gruppierung. Und deshalb macht das wirklich für mich wenig Sinn, die da reinzupacken. Deswegen sind die raus. Es sind nicht alle dabei. Es ist irgendeine Liste. Der Dashingan fehlt. Ne? Deswegen wisst ihr, die Liste schon scheiße. Nee, aber die kenne ich übrigens auch nicht. Wir gehen das knackig durch. Es geht hier nicht um Stärke. Ich wiederhole es nochmal. Es geht hier nicht um Stärke. Es ist einfach nur mein Taste in Antagonisten. Wir träumen ein bisschen rum, wir ein bisschen Spaß. Ihr wisst Bescheid, lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo auf dem Kanal. Und wir fangen an. Als allererstes haben wir hier niemand anderes als den guten alten Michael Jackson aus aus Demon Slayer. Ich kenne nur Staffel 1 und den Film. Im Film war er nicht krass dabei. Ich kann eins zu Muzan sagen. Ich finde, Muzan hat echt eine richtig, richtig starke Aura. Ich finde, den ersten Auftritt von ihm, da hat es einfach Gänsehaut gehabt als Fan. Wie es weitergeht, weiß ich nicht. Aber bis jetzt macht er einen richtig geilen Eindruck auf mich. Das mit den Cosplays natürlich ein bisschen weird, muss ich sagen, von dem guten Muzan. Aber ey, also einfach so einen Michael Jackson-Dämon zu droppen, das war schon eine geile Idee. Ich würde sagen, Muzan packe ich auf C. Ich denke, wenn ich mit Demon Slayer durch bin, wird er vermutlich unteres A-Tier sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Muzan höher piekt als unteres A-Tier. Ich finde ihn sehr gut, ich kenne nicht so viel von ihm, deswegen würde ich sagen, lockeres C-Tier. Ja, ich denke, das ist einigermaßen fair, oder? Freunde, der nächste Pick ist niemand anderes als Piccolos Bruder, der gute alte Cell. Straightforward. Also Cell ist wirklich, also Cell ist jetzt nicht jemand, der seine Ideologie droppt und du so bist, okay, Bro, irgendwie hast du schon recht. Cell ist ein Programm und er lebt doch danach, aber es funktioniert im Dragon Ball einfach unfassbar geil, weil es ist einfach mal auf der Antagonistenfront ein Gegner, der genauso denkt wie Son Goku, dass er einfach jemanden verkloppen will, der heftig ist. Und auch, wenn es sein muss, ein bisschen nachhilft, um ihn zu pushen. Ich habe Cell als Kind schon geil gefunden. Ich finde auch, ich muss sagen, wahrscheinlich ist Cell sogar mein Lieblings-Dragon Ball-Antagonist. Ich finde Cell was richtig geil. Platzierung, ich weiß nicht, auf Goat. Ich finde Antagonisten mit dieser deepen Schiene, mit dem, dass man so ein bisschen relaten kann, ein bisschen verstehen kann, warum die das gemacht haben, ein bisschen krasser. Aber ich finde Cell für das, was er ist, richtig geil. An manchen Tagen würde ich sogar sagen, er ist ein Goat, so. Ich packe ihn hier schon auf S, so, uns beruhigt euch, alles gut. Ich finde Cell ist ein richtig geiler Charakter. Ich liebe einfach dieses, dass er dieses Konstrukt ist, dass er alle Fähigkeiten von den Z-Fightern hat, dass er quasi genauso wie Goku tickt und dass es im Kontrast mit Son Gohan so gut funktioniert, weil Son Gohan halt so eine liebe Seele ist. Finde ich richtig geil. Cell ist Hammer, also Cell finde ich richtig nice. Ich würde sagen, im gleichen Atemzug Freezer. Das Ding ist, Freezer ist wahrscheinlich auch A oder S. Ich packe ihn mal auf A, weil Freezer ist iconic. Freezer ist iconic. Da muss man natürlich fragen, als Charakter zählt man dazu, wie gut er funktioniert als quasi lustiger Sidekick, der bei den Guten mitmischt, weil da funktioniert er wunderbar gut. Ich weiß, ich fühle ihn auf S, ich würde doch eher A sagen. Ich glaube, ich gehe doch eher mit A, aber Freezer ist iconic. Also Freezer ist wahrscheinlich einer der iconicsten Gegnern of all time in Anime. Safe call. Vielleicht hebe ich noch ein bisschen höher gleich, aber ich glaube, A ist erstmal okay. Natürlich gehört nochmal Kid Buu dazu. Ich platziere ihn erstmal hier, beruhigt euch. Wer hat das nicht gefühlt? Die Buu-Saga war einfach ein Überraschungspaket. Da kam eine krasse Sache nach der nächsten. Ey, Buu hatte 1000 Formen. Fett Buu ist so lustig. Super Buu ist so cool. Und Kid Buu, ich weiß nicht, Kid Buu ist irgendwie cool so, also ich, er ist einfach, weiß ich nicht. Kid Buu hat eine Energy gehabt, aber ich glaube, es liegt eher daran, weil der letzte Stretch von Dragon Ball so viele Sachen hatte mit Vegetas Erkenntnis, so Goku nochmal als Super Saiyan 3, die Genki Dama und so, da gab es sehr, sehr viel Stuff, der sehr, sehr cool war. Kid Buu an sich war einfach nur so ein trauer Haufmännchen. Ich würde ihn wahrscheinlich unter Freezer packen, ich weiß nicht, ob ich ihn sogar weiter runterpacke, aber das Ding ist, wenn ich jetzt das Foto von Majin Buu hätte, würde ich ihn wahrscheinlich weiter höher setzen, aber ich glaube, ich fühle mich schon gut mit Cell, Freezer und Buu. Damit fühle ich mich schon wohl, würde ich sagen. Also, wir haben einmal Acnologia und ich habe Setup auch nochmal hier im Start irgendwo, oder? Genau. Leute, ich spreche hier aus ganz vergangenen Tagen, also ich kann mich an fast gar nichts mehr erinnern, da bin ich ganz ehrlich mit euch. Acnologia war so lange cool, bis er plotrelevant war, weil ab dem Zeitpunkt war ja irgendwie, also Acnologia, das hat nicht so gut funktioniert mit ihm.
Ich glaube, Agnologia, glaube, er hat sich da was verdient, Alter. Das sage ich euch aber. Ich weiß nicht. Also, Agnologia war dann doch eher meh. An sich Design Killer, Backstory Hammer, aber irgendwie kam nichts dazu. Das Ding ist, Zedef hatte eine mystische Aura um sich gehabt. Und bei Zedef, da bin ich ehrlich mit euch, da können die Fairytale-Fans mich in den Kommentaren und im Chat auch gerne auseinandernehmen. Ich habe gar nicht mehr so krass Erinnerungen an Zedef. Ich weiß nur, dass seine Energy krass war, aber der letzte Teil nicht so wirklich reingehauen hat. Deswegen würde ich ihn ein D-Tier geben, aber er ist in meinem Kopf nicht wirklich so iconic. Da bin ich ganz ehrlich mit euch. Es ist niemand anderes als Krolo. Ey. Ich weiß nicht, eventuell ist Krolo sogar ein S-Tier, weil... Also, Manga-Leser wisst halt Bescheid. Krolo gegen Hisoka. Also, ihr wisst es halt, ne? Ihr wisst es halt einfach. Ich würde aber sagen, eventuell, ich würde Krolo sogar auf A packen und ihn auf S packen. Weil Hisoka ist für mich noch kein Goat. Okay? Ich finde Hisoka, also für alle Leute, die den Manga gelesen haben, die wissen, was Hisoka gemacht hat. Und dafür ist er für mich eine Ecke krasser als Krolo. Beide sind heftig. Krolos Moveset ist krass. Hisokas Energy ist Heavy Metal. Und die beiden als Konfrontation ist absolut priceless. Ist wirklich richtig geil. Wie gesagt, Hisoka, ich weiß, also, ne, ich weiß, mit Hisoka ist es manchmal ein bisschen schwierig, die Leute, die es geschaut haben, wissen, was ich meine, aber an sich ist er heftig krass, wirklich. Ah, Nefapizu packen wir auch nochmal rein. Okay, ich würde sagen C. Ich fand sie als Charakter, wie sie gedacht hat, dass sie alles getan hat für den König und dass sie auch glücklich war, dass Gon ihr die Schellen verpasst hat, weil Gon so die Schellen nicht an den König verpassen konnte. Aber als Antagonisten habe ich sie jetzt nicht so iconic im Kopf so. Aber sie hat gut in ihrer... Ich würde schon sagen, Pito hat sehr gut in ihrer Rolle funktioniert. Und deswegen denke ich, C ist völlig fein. Also, wer es von euch nicht erkennen kann, das ist der Gegner aus Temple of the Sins, glaube ich. Der kam da dazu in der letzten Staffel und, ja, der war halt scheiße. Also, ich weiß auch gar nicht, ich kann das auch gar nicht gut reden. Der war halt straight up garbage. Der war einfach kacke. Nee, ich glaube wirklich, selbst der krasseste Seven Deadly, das Wort, ihr wisst Bescheid, das S-Wort, wird den nicht feiern. Also, so viel zu dem Thema. Freunde, ein Anime-Antagonist, ja, der funktioniert erst dann, wenn er so grausam ist, wie er ein großes Herz hat. Meruem bekommt auf dieser Liste das erste Goat-Tier. Meruem ist nicht nur Teilnehmer einer der besten Arcs, nee, der beste Arc in Battle Shonen History. Einfach eine emotionale Reise, die so geil ist. Also, Bruder, man kann nicht einfach was anderes sagen außer Goat. Er hat zwar das Design geklaut von Cell und Freezer, aber das ist scheißegal. Weil nicht nur ist sein Shogi ein Gott, er ist einfach ein Charakter, der einmalig ist. Ich glaube, es gibt keinen, der so ist wie Meruem. Absolute Greatness. Ich glaube, er war auch einer der ersten mit dem Trademark, dass man so gesehen hat, dass er so ein bisschen Redemption-mäßig hat und so. Guter Call aus dem Chat. Griffith aus Berserk fehlt, was ich sehr schade finde. Ganz kurz, wenn Griffith hier dabei wäre, wäre er auch ein Goat hier, weil Griffith ist ähnlich wie Meruem. Er ist einfach eine Reise, aber die Reise geht in die absolute Dunkelheit. Griffith ist aber absolut krank, kann man dazu sagen, auf jeden Fall. Ich weiß zwar nicht, warum die hier drin sind, aber die kommen ja straight ins E-Tier. Wobei, Leute, ich habe mal eine Frage. Nein, ich habe keine Frage. Also, wirklich, das meine ich sogar ernst. Das meine ich sogar wirklich ernst. Team Rocket. Team Rocket hat bei mir einen emotionaleren Eindruck hinterlassen als der fucking Dämonenkönig. Und ich stand by that. Also, da bin ich schon... Ja, guck mal, das Ding ist... Das ist wieder das Ding zwischen Twitch und YouTube, okay? Auf Twitch schreiben alle Goat, Goat, Goat. Wenn ich jetzt auf YouTube die einen Goat packe, dann werde ich in den Kommentaren aber anders zersäbelt. James ist der beste Charakter Pokémon. Okay. Anime-Antagonisten, Tierliste Speedrunner. Der Charakter hier ist aus Parasite
Und ist ein C-Tier, aber ich sage es euch, der hatte eine Energy gehabt. Also es ist wirklich selten, dass es passiert, aber ich hatte wirklich als Zuschauer, guck mal, als Zuschauer, der weiß, dass dieser Charakter dich nicht angreifen kann, weil er ein Anime-Charakter ist, hatte ich Angst vor dem gehabt, weil er so bedrohlich war. Und das gebe ich Parasite auf jeden Fall. Allein deswegen C-Tier, gönn ich hart. Along, ja, D-Tier, also Along, wobei, unteres C-Tier. Ich bin einer, der nicht so iconic findet, aber er ist für viele iconic, ich weiß. Erster richtig starke Arc in One Piece, aber sonst nicht höhere Gefühle zu ihm. Askeladd? Schwankt zwischen B und A. Ich habe nochmal letztens Vinland Saga geschaut. Ich finde Askeladd noch besser am zweiten Watch als beim ersten Watch. Ich finde Askeladd ist ein heftiger Charakter. Also wie er immer so hinterhältig ist, richtig geil. Ich weiß nicht, ich glaube, ich muss ihn auch ein bisschen upen. Ich glaube, B ist ein bisschen zu fies für Askeladd. Ja, Chat hat mich überzeugt. Ich fühle ihn aber auch eher da. Teufel aus Black Clover. Ja. Also bin ich ehrlich mit euch, hat mich überhaupt nicht gejuckt. Ich finde auch aktuell, dass man den Teufel im Black Clover nicht so interessant, deswegen, das hat mich gar nicht gejuckt mit dem Black Clover-Typen. Wirklich überhaupt nicht. Esther Rosa auch D. Esther Rosa ist für einen kleinen Stretch in 70 Sins ganz nice. Ich finde ihn als Charakter und die Twist mit ihm auch ganz gut, aber als rein Antagonist bin ich jetzt nicht der überkrasse Fan von Esther Rosa. Ich weiß gar nicht, wo ich ihn bei 70 Sins reingepackt habe, aber D ist völlig fein. Furuta aus Tokyo Ghoul. Ich habe wenig Erinnerungen. Ich weiß, als ich das gelesen habe, dass es mega geil war. Aus diesem Grund würde ich ihn auf C, auf einer soliden Platzierung reinpacken. Aber ja, wie gesagt, der war in Tokyo Ghoul für eine Weile war es in Tokyo Ghoul richtig geil, das zu sehen, wie Kaneki als King quasi gegen ihn agiert. Das war schon sehr, sehr cool. Heathcliff aus Black Clover. Ja, Bros, also. Also, I don't know about that one. Auf jeden Fall, pass auf, SAO, Heathcliff, ja. Die Story läuft so und das war auf einmal so, also Heathcliff war einfach auf einmal so, yo, übrigens, ich bin der Antagonist, ne, von der Serie so und hier, das Asuna, jetzt ist sie nicht mehr, haha, dumm gelaufen, oder Kirito? Ich habe das Spiel entwickelt, weil, I don't know, man. Und das ist so ziemlich das, also, keine Ahnung, Heathcliff ist Heathcliff, man. Die Mutter aus Promised Neverland. Unteres C-Tier. Der erste Arc mit ihr war spannend. Ich weiß nicht, wie es weitergeht im Manga mit ihr. Wobei D-Tier. Es ist wirklich D-Tier. C-Tier ist zu heftig. Ich würde sie nicht mit Ahnung oder so gleichstellen im Leben. Aber ja. Hat ganz gut funktioniert, diese Katze-Maus-Jagd in der ersten Staffel. Fand ich gut. Ich finde Promised Neverland, erste Staffel ist ein richtig nicer Watch. Jason, D-Tier. Keine höheren Gefühle an ihn. Ich fand den Plot ein bisschen geil, dass Kaneki mit seinem Bro ein bisschen was zu schaffen hat, aber Jason an sich, wahrscheinlich auch eher E-Tier, weil ich kann mich jetzt nicht an was super Deepes erinnern mit Jason, deswegen eher nicht. Licht würde ich schon ins obere C-Tier packen. Ich fand, es gab ein paar Sachen mit ihm und dem anderen, ihr wisst ja, das ist so ein Doppelspiel. Ich fand ein paar Sachen, die waren nicht so stark. Vieles war ein bisschen zu konstruiert, ein bisschen weird. Hat mir trotzdessen doch gut gefallen. Deshalb, ich denke, bei vielen ist Lichto vielleicht B, vielleicht sogar A. Aber ich packe ihn ja eigentlich ganz easy auf C. Overhaul, auch C tatsächlich. Fand ich beim ersten Lesen noch ein bisschen spannender, ein bisschen krasser. Also im großen Ganzen, My Hero ist ja jetzt nicht so crazy unterwegs. Aber ja, Quarte aus Fullmetal Alchemist verbinde ich auch nicht so große Gefühle mit. Also, dass er in dieser Flasche war und so, das fand ich cool. Die Story darum. Ich würde ihn schon ins obere D-Tier packen. Aber mehr weiß ich. Vater A, war der so krass? Ich habe es nicht mehr so gut in Erinnerung. Ist bei mir ein bisschen länger her. B ist drin, okay. Ich sollte ihn lieber auf C ab, da bin ich bei euch. Ja, ich fand ihn eigentlich auch unteres C-Tier. Ich fand den Kampf von ihm gegen, also er und Kimble gegen Alphonse war heftig geil. Der Twist war cool mit ihm, dass er gar nicht der Sohn ist. Und die Energy von ihm war auch nice. Allein deswegen würde ich ihn schon ein bisschen höher packen. Ja, also er ist I don't really know about that one auch. Also das ist der aus SAO Staffel 1, Part 2. I don't know about that, wirklich keine Ahnung.
Das ist der Vater von Mob Psycho, aber ich habe da wirklich keine krassen. Also, das ist der Vater von einem einen Typen aus Mob Psycho. Ich habe da keine krasseren Gefühle mit dem Typen. Tsukasa ist pretty alright. Ich habe nicht viel mehr von ihm gesehen. Er funktioniert auch in seiner Rolle, aber ich habe nicht. Keine Ahnung, also, das ist halt Tsukasa, Bro. Ich bin Team Mikasa, tut mir leid. Veto, glaube ich. Ja, er ist wirklich nicht krass Teil der Story. So, also nicht so heftig, deswegen. Oberes E-Tier. Zabuza auch easy. Ja, Zabuza ist schon B. Also, Zabuza ist wirklich iconic. Ich weiß, er ist nicht so präsent wie zum Beispiel Muzan, Pito oder Licht oder so. Aber der erste Arc so mit dem Werkzeug-Talk, mit Haku, mit dem emotional in Naruto-Story, das war schon sehr, sehr stark. Ich sehe auch hier im Chat, viele würden ihn sogar höher packen. Ich denke, mit der B-Platzierung bin ich persönlich ganz gut bedient. Zeldes ist auch. Ich mag ihn halt als Charakter. Ich mag ihn nicht wirklich so sehr als Antagonisten, muss ich sagen. Unteres C-Tier. Ich mag ihn als Charakter, aber nicht so sehr als Antagonisten. Ey, Lord Genom auch B-Tier. Echt geiler Charakter. Es ist halt Gurren Lagann. Es ist straight up. Es ist einfach nur dumm. Aber es ist richtig geil. Also, Lord Genom hatte eine richtig brachiale Energie gehabt. Feuerlord Ozai. Keine Ahnung, ey, den kann ich hier nicht auf 3 packen, eigentlich. Den packen wir hier rein. Furuta aus Food Wars, ja. Ist halt ein Antagonist bei einem Essensanime, ne? Deswegen, so viel zu dem Thema. Charles aus Code Geass. Ja, er war wirklich nicht präsent in der Story. Eigentlich auch unwichtig. Also, er war schon wichtig für die Story, aber wieder mal das Wort hier, der emotional gesehen, war nicht so krass, ey. Crocodile. Auch CT. Self-explanatory, der erste große Antagonist in One Piece. Neben dem Fisch hier. Ja. Ich find ihn jetzt so ein bisschen cooler als Side-Character in der Story von One Piece. Okay. Ich möchte eine Sache klar machen. Zuallererst, bevor wir. Also, wir gehen jetzt in das Meat rein, ne? Ich möchte eine Sache klar machen. Für mich eindeutig, okay? Für mich eindeutig sind diese beiden Charaktere nicht nur Goats, sondern sind meine Lieblingsantagonisten auf dieser gesamten Liste. Ihr wisst es, Aizu und Madara sind sich sehr ähnlich, sogar so ähnlich, dass ich der festen Überzeugung bin, dass Kishimoto seine Story ein bisschen angepasst hat, weil Madara schon sehr eisenähnlich gewesen ist. Abseits dessen, Eisen hat, also guckt euch mal, Leute, das, meine Damen und Herren, das nenne ich meine Son Gohan-Locke. Eisen, alles an ihm, ja, wie er steht einfach nur, oh ja, sagt, wie er seinen Plan erklärt, wie er erklärt, dass die anderen scheiße sind, einfach krass ist, wie er nichts sagt und alle fertig macht, wie er jeden Plan gekonnt hat, geplant hat, einfach alles. Aizen ist der geilste Charakter, es ist so geil. Madara Uchiha, er ist gespawnt, ohne Augen hat er einfach alle geradet, alle fertig gemacht. Alleine der Name Madara Uchiha hat nicht nur in der Naruto-Welt, sondern auch bei der Naruto-Community Gänsehaut ausgelöst. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Nur der Name allein hat ausgereicht, damit die Naruto-Fans so waren, wow. Okay, jetzt geht's aber richtig ab. Sein Ende, sind wir uns alle einig. Er hätte der beste Antagonist of all time werden können. Sein Ende hat ein bisschen wehgetan. Es war ein bisschen unnötig und deswegen möchte ich nochmal sagen, an dieser Stelle, Kaguya, ne? Vielen Dank dafür. Aber Madara, Bruder, wirklich, ob das jetzt vorher Tobi Madara gewesen ist oder Madara an sich, ich hatte immer Spaß mit dem. Als er die Shinobi Allianz geradet hat, er hat sie halt einfach geradet. Er hat sie halt auch einfach nur geradet. Ihr müsst euch mal vorstellen, auch was Kishimoto gemacht hat, okay? Madara hatte erwähnt, 7 Jahre, bevor er ihn überhaupt erst richtig im Anime gezeigt hat, im Manga gezeigt hat, sorry. Das nenne ich mal Vorbereitung. Das ist wirklich Commitment von Kishimoto Sensei. Natürlich auch für mich, Tobi Obito ist Gold. Also, Leute, falls ihr ein bisschen fühlen wollt, ich sag's euch, schaut euch vielleicht mein Video an zu Obito. Das habe ich immens gefühlt. Ich finde, Obito ist ein Charakter, wo man richtig, richtig mitfühlt. Die Energy, die er als Tobi hatte, nicht als Troll-Tobi, sondern als richtiger Tobi, mit der Maske war brutal. Also, das waren wilde Zeiten. Wo er da gespawnt ist bei Naruto und ihm die Geschichte erzählt hat, zu wild, zu krass. Einer der Iconic-Typen. Richtig geil. Und ihr sagt das, also Naruto produziert halt wirklich nur Goats. Pain. Also Leute, vielleicht bin ich wirklich ein bisschen ein zu krasser Naruto-Fanboy. Das kann gut sein. Das gebe ich auch gerne zu. Aber wirklich, ne? Pain, als wenn Pain anfängt zu reden, ne? Dann hört ihr auch einfach zu.
Diese Stretch mit Pain gegen Naruto war so legendär. Es hat sich wahrscheinlich jeder schon tausendmal reingezogen. Es ist echt wirklich alles, was dahinter steckt mit Jiraiya, wie das alles verbunden ist. Auch wie vorher Pain so gezeigt worden ist, dass viele dachten, dass das vielleicht Future Naruto ist oder so. Da steckt so viel drin. Pain besser als Madara. Ey, Bro, wenn du das fühlst, Digga, dann bin ich voll bei dir. Aber ich finde alle drei, ich finde Tobi schrägstrich Obito, Pain und Madara so geil, wirklich. Die sind, ich liebe Naruto-Antagonisten. Naruto-Antagonisten haben so viel Herz und so viel Energy, so viel Schocker, so geil, wirklich. Pain ist hier so ikonisch, dass immer wenn ein Antagonist spawnt in Anime oder Manga und der sowas hat wie, er macht zwar grausame Dinge, aber er rechtfertigt sie mit seiner Logik und als Zuschauer ist man so, Bro, das ist schon ziemlich mess, dass du das machst, aber ich kann irgendwo verstehen, dass du das machst. Das wird dir oft, oder wenn ein Antagonist so ist, wird oft gesagt, der ist so wie Pain, weil Pain so einen heftigen Stellungswert in der Anime-Community hat. Das muss man auch mal sich auf der Zunge zergehen lassen. Auch ein Charakter, der sehr, sehr ähnlich dazu ist, ist Doflamingo in meinen Augen. Ich habe Doflamingo auch auf Go-Tier. Ich glaube, Doflamingo ist bis dato mein absoluter Lieblingsantagonist aus One Piece. Ich fand den ganzen Stretch mit Laws Backstory, wie das verbunden ist, Ruffys Kampf gegen ihn, ihr wisst, die Szene mit dem Fuß war legendär, aber Doflys Flashback mit dem, wie er aufgehängt worden ist, wie er seinen eigenen Vater, ihr wisst schon, wie man auch gesehen hat, dass er von klein auf so manipuliert worden ist, dass er die Welt so nach sein Ding gerichtet hat und dieser eine Satz auf Marineford, wo er gesagt hat, dass die Gewinner immer die Geschichte schreiben und deswegen sie diejenigen sind, die immer recht haben, ist so true, so powerful und hundertprozentig Doflamingo. Deswegen Doflamingo wirklich, wirklich geil. Ich weiß, Dressrosa ist im Anime, also besonders im Anime, sehr langgezerrt und hat scheiß Stellen und so, aber rein Doflamingo an sich als Charakter im One Piece Werk, einer der coolsten Typen überhaupt für mich. Akainu würde ich dabei ins, okay, ich würde ihn doch eher ins C-Tier packen. Folgendes Reasoning. Ich hasse Akainu nicht, weil, also ich hasse ihn schon, bloß nicht, aber, sein Charakter, er soll ja gehasst werden, das ist ja der Sinn hinter Akainu. Und dafür, finde ich, macht er seinen Job ganz gut. Ich denke, Akainu wird für mich persönlich am Ende der Story ein A-Tier-Antagonist sein, weil ich bin mir sehr sicher, dass Oda noch einen Flashback vorbereitet hat mit Akainu, der was mit einer Frau zu tun hat. Frag mich nicht, warum. Ich fühle es einfach. Und ich glaube, wir werden noch ein bisschen kennenlernen, warum Akainu so ist, wie er ist. Wenn kein Flashback mehr zu ihm kommt und Akainu einfach so zu Ende geht, würde ich ihn sogar im C-Tier lassen. Aber ich glaube, dass wir noch ein bisschen mehr zu ihm bekommen werden. Und aus diesem Grund glaube ich, dass er später für mich steigen kann. So, jetzt ist er einfach nur der böse rote Hund und das war's. Aber ich denke, da wird noch viel Substanz folgen. Da bin ich mir sehr sicher. Enel ist ein B-Tier. Da bin ich ganz einfach mit euch. Enel ist ein B-Tier, weil Enel ist einfach Fun. Enel ist 100% Fun. Es ist einfach nur lustig mit ihm. Das ist, also Enel ist ein B-Tier allein für, nur wegen der Aura. Er kommt so geil rüber. Jetzt auch diesen ganzen Antagonisten, die wir hatten mittlerweile in One Piece, ist er nicht mehr so krass. Aber er ist immer noch, finde ich schon, von seiner Art der speziellste One Piece Antagonist. Ich hoffe, er kommt zurück, wenn er zurückkommt. Ja, Luki C-Tier. Bei mir ist Luki vielleicht sogar D-Tier, weil Luki ist halt böse, um böse zu sein. That's pretty much it. Ich finde seinen Kampf gegen Ruffy auch iconic, ist safe in den Top 3 Kämpfen von One Piece drinne, wobei mittlerweile vielleicht Top 4 mit dem Kaido Fight, der bald folgen wird. Ich finde ihn alleine als Charakter aber nicht so outstanding, bin ich ganz ehrlich mit euch. Blackbeard ist ein S-Tier, aber Blackbeard ist für mich ganz, ganz klar am Ende der Staffel, am Ende der Serie One Piece ein Go-Tier, weil zu Blackbeard fehlt mir noch dieser eine wichtige Flashback und ich bin mir sicher, dass es mit Blackbeard so krass sein wird, weil wir alles erfahren, warum er so ist, wie er ist, warum er diesen Plan verfolgt, den er nun mal verfolgt. Ich möchte ein bisschen Rätsel sprechen für die Leute, die nicht Bescheid wissen. Aber an dieser Stelle eine kleine One-Piece-Theorie in Minuten. Ich sag's jetzt schon mal, okay? Blackbeard wird gegen Ruffy kämpfen und Blackbeard wird nicht von Ruffy getötet. Ich bin mir sicher, dass Ruffy einigermaßen Blackbeard tolerieren wird und die beiden im letzten Krieg zusammen kämpfen werden gegen die Weltregierung und er wahrscheinlich dort sterben wird. Und wir werden Blackbeard als Charakter in Erinnerung behalten, wo wir wissen, okay, er hat Scheiße gemacht, er ist ein schlimmer Finger, das ist hundertprozentig klar, aber am Ende der Story
stand er irgendwie schon für etwas Gutes ein. Da bin ich mir sehr sicher. Und ich glaube, da wird er auch für mich und für viele andere in den GOAT-Status gehoben. Wo kommt Jalen rein, okay? Sagt mir bitte, wo Jalen reinkommt. Ich bin gespannt, was der Chat dazu sagen wird. C. Nee, ich bin da voll bei D, Digga, also. Ich glaube, wenn du mich wieder im Turnier der Kraft gefragt hättest, wäre ich ein bisschen anders gewesen. Da hätte ich ihn wahrscheinlich ein bisschen höher gepackt. Das kann ganz gut sein. Ich fand ihn auch gar nicht so schlimm für das Turnier der Kraft, weil das Turnier der Kraft war einfach nur draufgehauen, ohne wirkliche Substanz im Antagonistenbereich. Seine Backstory ist einfach Bootleg Naruto Backstory. Einfach das war's. So, jetzt werden sich die Leute spalten. Shigaraki ist Stand jetzt für mich. Also Shigaraki ist für mich nach Anime-Stand aktuell ein E-Tier-Antagonist. Da bin ich straight mit euch. Aber, jetzt kommen wir zum großen Ding. Shigaraki ist für mich ein Charakter, der es am Ende von My Hero hierhin schaffen kann. Der kann es hierhin schaffen. Der kann es ins GOAT schaffen. Der kann es schaffen. Er kann es auch ins S-Tier schaffen. Für manche ist er vielleicht auch schon S-Tier. Nach Manga-Stand ist Shigaraki für mich ein A-Tier, was heftig ist. Wenn ihr mal guckt, was oben alles ist. Er kann aufs S gehen, er kann auch aufs GOAT gehen. Shigaraki funktioniert unfassbar gut in My Hero Academia. Und jetzt, die Anime-Fans werden wahrscheinlich denken, Bro, was? Was, Shigaraki? Der ist doch voll scheiße. Leute, ihr wisst es. Die Greatness von einem Charakter in einem Anime fängt mit seinem Flashback an. Und dieser Flashback erwartet uns. Und, das wird krass, wirklich. Also, Leute, Shigaraki funktioniert sehr gut. Ich bin gespannt, was Horikoshi mit ihm am Ende machen wird. Und ich denke, es wird noch viel kommen. Wobei, wenn ich jetzt wieder an Staffel 6 denke, was da für ein Fight kommt, dann will ich Shigaraki schon ins S-Tier packen. Aber A-Tier ist erstmal fein. Bleiben wir erstmal ruhig. Aber Leute, ihr wisst es gar nicht. Ihr wisst es einfach gar nicht. Overhaul ist, würde ich schon B-Tier packen. Alleine, weil er so komplett anders irgendwie ist. Gerade auch mit dem Optischen. Hat er einen ganz anderen Approach. Ja, wie gesagt, ich finde schon, er bringt ein bisschen was anderes rein. Er ist dieses typische Pute-Böse. Habe ich Overhaul gesagt? Oh, sorry. All for One. Leute, All for One meine ich natürlich. Tut mir leid, All for One, nicht Overhaul. Aber ja, er ist dieses typische Böse. Aber das ist für eine Story für My Hero, gerade im Kontrast mit Shigaraki, ganz gut. Deswegen B-Tier geht völlig fit für mich. Auch ein B-Tier ist Stain. Stain ist ja auch nicht wirklich so jetzt antagonistenmäßig. Ihr wisst, Stain ist ja so ein bisschen dieses, ich bin zwar oder ich tue zwar böse Dinge, aber für eine gute Sache. Stains Message allgemein kann man schon höher packen. Ihn als Charakter finde ich im B-Tier voll okay. Ulquiorra. Ulquiorra. Ich finde Grimmjow sogar besser als Ulquiorra persönlich, weil Grimmjow ist so ein Saiyajin einfach, den finde ich mega geil. Ich finde Ulquiorra auch krass. Ich weiß, dass viele ihn höher fühlen werden. Ich weiß ja, ob B auch ein bisschen zu unfair für ihn ist. Kann ich mir schon vorstellen, dass es ein bisschen zu hart ist. Ich glaube, A ist auch doch fair für Ulquiorra, er ist schon sehr iconic. Ja, allein für seinen Drip würde ich ihm schon A geben. Okay, wer ist doch von hier ein bisschen unspektakulärer? King Bradley. King Bradley packe ich auf B. Ich fand ihn ein bisschen bedrohlicher als jetzt Vater oder Pride. Ich fand King Bradley war schon eine geile Energy. Und das ist das Wort des Videos. Ich weiß, aber es passt halt zu Antagonisten, finde ich. Deswegen B. Unteres B-Tier wahrscheinlich. Also, der Tier-Titan kommt in der Tierliste natürlich sehr weit hoch. Ich packe ihn auf A. Sieg mit seiner Backstory später echt richtig. Richtig, also ich fand, Sieg konnte man heftig fühlen. Man konnte ihn richtig stark fühlen. Aber der Beast Titan in Staffel 2. Bro, was er für ein Mysterium war. Und danach, ey, der Beast Titan. Ich weiß nicht, Goat ist er vielleicht doch eher S. A ist vielleicht ein bisschen zu low. Ich glaube, Beastie Boy ist doch ein bisschen höher. Ja, ich will sie schon höher packen, doch. Ey, also, als er die Pitches geworfen hat, er hat die halt auch einfach anders geworfen, ne? Das war so krass, diese Dynamik mit Levi. Aber wirklich, besonders in Staffel 4, wo man ein bisschen mehr erfährt, so geil. Sieg als auch Beastie, heftig krass. Genauso gut auch Rainer. Also, Rainer ist in Staffel 1 so dieser typische 08... Also er sieht halt aus wie der Default-Fortnite-Skin und in der ersten Staffel ist er auch so. Aber dann, nach für nach, ist sein Charakter sowas von krass. Also, besonders wie es im Anime adaptiert wurde, fand ich sehr stark. Also Rainer bin ich auf S. Ich bin da Ape Titan, Sieg bisschen höher, Rainer darunter, aber beides S-Tier für mich. POV
du bist viel, nee, du bist sogar noch jünger, du bist 11, 12 Jahre alt, du sitzt vorm Fernsehen, Pokito, Orochimaru tritt auf die Bühne, dieser Soundtrack droppt, du hast einfach Schiss, weil der Typ einfach sein fucking Gesicht geändert hat und er ist einfach der krasseste. Also wirklich ganz ernst. Orochimaru ist für mich ein Goat, aber das muss ich hier ansprechen. Wirklich, ich muss sagen, ich finde Shippuden hat ihn nicht so gut behandelt. Er hat so stark abgebaut, wirklich, und deswegen ist er für mich eine Absteige ins S-Tier. Alleine, wenn ich Shippuden Orochimaru ranken würde, dann wäre er für mich wahrscheinlich ein C-Tier. Aber Classic Orochimaru, ich würde sogar sagen, abseits von Aizen, Madara und Tobi, hat Orochimaru von dieser gesamten Liste die krasseste Energy gehabt. Ich würde Light und Lelouch nicht mit reinnehmen, weil das sind für mich nicht Antagonisten im klassischen Sinne. Hier haben wir schon B-Tier. Geiler Typ, cooles Moveset, Arroganz durchgespielt, um es mal so zu sagen. Hat einer der geilsten Kämpfe in Anime History für mich. Solides B-Tier. Also wer sie hier nicht kennt, sie ist der Antagonist aus SAO, Alicization. Sie ist okay. Also sie ist so nackt und deswegen sind alle von ihr verzaubert. Und das ist so ihr Ding, aber... ja, gönne ich ihr. Keine Ahnung. Fand ich schon okay. Fand ich schon besser als Aknologe. Ja, bin ich voll dabei. Kotomine Kire. Auch CT. Ich fühle ihn einfach nicht so sehr. Aber ich kann mir vorstellen, dass viele ihn nice finden. Savorudo. Der gute alte Dio Brando. Ihr fühlt ihn alle auf Goat? Nein. Für mich ist Dio kein Goat. Also vom Status her, dass jeder ihn kennt, ist er auf jeden Fall einer der krassesten Antagonisten. Da bin ich voll bei euch. An sich, ich bin ja nicht der allergrößte Fan von ihm als Antagonisten per se. Ich bin ja mehr ein Fan von Kira zum Beispiel. Ich würde ihn tatsächlich nicht auf S oder Goat packen, weil Goat ist, habe ich so diese emotionale Komponente mit vielen Charakteren. S sind auch viel, wo ich charakterlich viel fühle von denen. Aber Dio finde ich auch sehr geil, so ist es nicht. Ich würde ihn aber nicht so krass hochpacken. Für mich ist er A. Als letztes haben wir Johann aus Monster. Ich denke, Jonas ist ein Goat-Character, aber ich hab Monster leider nicht geschaut, deswegen kommt er hier rein. Ich glaube, dass er einer der besten Antagonisten ist of all time. Ich habe leider nicht geschaut, deswegen weiß ich nicht. Und deswegen ist er da. Also, das ist meine Anime-Antagonisten-Tierliste. Locker flockig, nimmst es bitte nicht zu ernst. Es ist nur ein bisschen Spaß, ihr wisst Bescheid. Die spanische Gitarre ist nochmal kurz im Hintergrund. Leute, schreibt mir in die Kommentare, wen findet ihr von hier am besten? Welchen Pick fühlt ihr nicht? Welchen Pick fühlt ihr? Und ja, lasst noch oben da und ein Abo auf dem Kanal. Ich bin draußen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.